Ich möchte zu dir sprechen über den Umgang mit Angstgedanken oder sogar Panik oder Sorgen, wenn gerade ein ganz bestimmtes Thema dich ganz besonders anficht, wirklich. Und ich sage das auch aus eigener Erfahrung. Denn wenn du genau schaust, dann ist es wirklich so, dass die Angst hervorgerufen wird oder das extrem negative Gefühl durch Gedanken. Es ist immer wieder der Geist, der einen gewissen Gedanken denkt und daraufhin kommt das Gefühl dann, ne? Und es gibt die Anweisung im Kurs, oder nicht die Anweisung, sondern die Information im Kurs, steht auch mehrmals im Kurs, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ja sogar jede Sekunde entscheidest du dich für das Ego oder für den Heiligen Geist. Und für die Angst und für die Schuld und für die Sorge und so weiter, die das Ego immer produziert. Und für den Frieden und die Freude, die Gelassenheit, die der Heilige Geist dir immer schenkt. Und diese Info ist unglaublich wertvoll. Denn wenn in so einem Zustand, wenn wirklich die Gedanken so extrem stark immer wieder angreifen, ist es tatsächlich angebracht, jede Sekunde quasi, oder fast jede Sekunde von mir aus, weil das schafft man ja dann eh nicht, aber wirklich in kurzen Abständen immer wieder zu vergeben, immer wieder den Geist in die Hände des Heiligen Geistes zu befehlen, immer wieder sich für den Heiligen Geist entscheiden. Und das Ego sagt nein. Ach nein, das ist zu viel Mühe und das ist doch nicht, das kann doch nicht sein und nein, das muss doch, wenn ich das einmal vergebe, jetzt dann sich geändert haben und muss doch jetzt weg sein und nein, es hilft ja nicht, wenn es ja offensichtlich wiederkommt, dann hilft es ja nicht, ne? Genau, das denkt das Ego, das sagt das Ego und damit untergräbt es das, was Jesus uns im Kurs sagt. Ne? Und macht es quasi nichtig. Und dann wundern wir uns, warum das vielleicht dann nicht zu helfen scheint. Ne? Es ist aber so, du kennst ja sicherlich auch die Gedanken aus dem Kurs, ich kann durch nichts verletzt werden als durch meine Gedanken. Nur durch meine Gedanken werde ich beeinflusst. Ja? Es gibt nichts Äußeres, was eine Wirkung auf mich haben kann. Das sind immer nur die Art und Weise, wie ich es bewerte, wie ich darüber denke. Und jetzt musst du dir vorstellen, weil genau so ist das, ja. Ich sehe das in eigener Beobachtung. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Also in solchen extremen Momenten, die ich immer noch erlebe, die immer noch zu mir kommen, ja. Ich vergebe und dann ist da ein Moment Frieden. Und zack, im nächsten Moment greift das Ego das wieder auf, ne? Das kommt durch die Hintertür, kommt das Ego wieder rein. Und das kann so dermaßen störrisch sein, ja, dass es einfach dich immer wieder und immer wieder und immer wieder versuchen will. Und wir wissen ja auch aus dem Kurs, dass das Ego dich relativ in Ruhe lässt, solange es sich nicht bedroht fühlt. Aber wenn es sich bedroht fühlt, weil du dich immer mehr und immer stärker für den Heiligen Geist entscheidest, ja, dann wird es bösartig. Ne? Und das ist seine Art, bösartig zu sein. Es packt dich gleich wieder beim Schopf. Ne? Und dann gilt es einfach, diese Wachsamkeit im Geist, das einfach zu merken und dann sofort wieder alles dem Heiligen Geist zu geben. Ja? Heiliger Geist, ich gebe es dir, bitte ersetze das. Egal in welcher Art, also mit welchen Worten du es ihm gibst, du, ganz einfach kannst du das für dich wählen. Ja? Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Ja, ich schaue jetzt mit dem Heiligen Geist darauf. Ich entscheide mich für den Heiligen Geist. Ich will ein Wunder. Ich bitte um ein Wunder. Ganz egal wie. Aber wichtig ist, dass du es tust. Und
eben daran nicht verzweifelst, sondern wirklich vertraust. Denn es würde ja sonst nicht die Information gegeben werden, dass wir uns in jeder Sekunde für das Ego oder für den Heiligen Geist entscheiden. Ne? In jeder Sekunde. Und deswegen entscheide ich mich in dieser Sekunde für den Heiligen Geist und nehme vielleicht nicht wahr, wie ich mich in der nächsten Sekunde schon wieder für das Ego entschieden habe. Oder aber glücklicherweise, ich nehme es wahr und vergebe dann eben wieder, ja. Und da nicht müde werden, sondern einfach wirklich dankbar sein. Ich habe ein Mittel, ja, ich bin unter den Dienern Gottes und ich habe ein Mittel, mit dem ich begreifen kann, dass ich frei bin. Aber dieses Mittel, das muss ich anwenden. Wenn ich es nicht anwende, dann wird dieses Mittel mir nicht helfen. Und wenn ich dieses Mittel anwende und dann denke, so, das ist jetzt einmal, das muss jetzt reichen, dann wird das Mittel mir auch nicht helfen, weil ich jede Sekunde dieses Mittel anwenden muss. Ne? Und in ruhigen Zeiten, wenn der Geist in Frieden ist, natürlich brauche ich mich da nicht immer wieder neu entscheiden für den Heiligen Geist, weil dann bin ich ja schon entschieden für den Heiligen Geist und ich bin in Frieden. Aber eben, wenn ich nicht in Frieden bin und wenn es vor allen Dingen, wenn es geballt kommt, sei dankbar, werde nicht müde, sei dankbar, dass du jede Sekunde dich für den Heiligen Geist entscheiden kannst und tu es. Für mich, also ich, wenn diese Momente kommen, das ist für mich eine große Hilfe und es trägt mich dadurch. Immer wieder und immer wieder. Ja, und das wollte ich jetzt einfach mal genauso mit dir teilen und dich da motivieren und inspirieren, das Gleiche zu tun und dich selbst und die Welt zu erlösen und dem Ego die Macht nicht mehr übergeben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ja, jede Sekunde entscheidest du dich für das Ego oder für den Heiligen Geist. Und jetzt lass uns gemeinsam noch stärker, Hand in Hand, wirklich entscheiden. Wir wollen uns für den Heiligen Geist entscheiden. Gemeinsam. Jede Sekunde.